ganz tolle Begriffsdeutungen, weil wir ja mit unserer Sprache zum Teil auch sehr schlampig umgehen und uns dann alle komischerweise missverstehen, obwohl viele Menschen im Kern genau das Gleiche wollen. Und ich denke, auch die Gegendemonstranten wollen in Wirklichkeit bloß in Frieden leben. Und es geht darum, Missverständnisse auszuräumen und diejenigen, die tatsächlich Unmut in diese Gesellschaft tragen wollen, möglicherweise auch noch in geheimen Kreisen, vielleicht 300 Meter von uns entfernt, im Grand Hotel de Bilderberg, finanziert auf unsere Steuerkosten und wir dürfen nicht wissen, was dort verhandelt wird. All das ist natürlich Anlass, sich als Menschen auch mal hinter einer Sachfrage zu versammeln. Und deswegen geht es hier nicht um den Pass, es geht nicht um rechts-links, es geht auch nicht um den Hass, sondern es geht darum, dass wir endlich verstehen, was hier gespielt wird und dass wir auch lernen, mal ein bisschen zusammenzuhalten und auf jeden Fall mal Flagge zu zeigen. Und heute ist das hier unsere 400 Meter lange Flagge. So, in diesem Sinne, lieber Rico, ich danke dir, dass du hier bist. Ich übergebe dir das Wort und ich freue mich auf deine Worte. Vielen Dank. Ja, ich wollte ja eigentlich auch mitmachen bei der Bilderberger Konferenz. Ich bin da hingegangen und habe gefragt, ob ich rein darf. Und der Polizist, der war ja sehr freundlich, aber hat dann trotzdem Nein gesagt. Und dann habe ich ihn eben noch gefragt, ja, warum eigentlich nicht? Ich dachte, wir haben jetzt Willkommenskultur. Ja, und dann hat er sich aber trotzdem nicht umstimmen lassen. Ja, und er hat gesagt, ja, Willkommenskultur, die gibt es überall in Dresden, aber jetzt nicht hier drin. Und das ist, denke ich, bezeichnend für das, was hier passiert. Ja? Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen viele von Ihnen George Orwell. Das bekannteste Werk von ihm ist ja 1984. Aber er hat ja auch Animal Farm geschrieben. Und das ist auch sehr wichtig, denn darin geht es darum, dass das berühmteste Beispiel dann ist da, wo die Schweine dann sagen, ja, manche Tiere, also alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Ja? Also das heißt, für die einen gilt die Willkommenskultur und für die anderen nicht. Ja, da schottet man sich dann auch ab, übrigens. Ja. Und sagt man ja, also jetzt hat zum Beispiel Schäuble, der ja hier auch sein soll, habe ich gehört. Schäuble sagt ja, dass wir hier in Europa unbedingt mehr Einwanderung brauchen, weil wir hier sonst die Gefahr von Inzucht hätten. Und Abschottung würde zu Inzucht führen. Ja. Aber da drüben schottet man sich doch ab. Da frage ich mich aber trotzdem, warum lassen Sie mich dann da nicht rein? Ja? Das wäre ja dann auch mal interessant in Sachen Demokratie. Denn was heißt eigentlich Demokratie? Wenn wir jetzt hier auf diesem Platz so viele Leute, wie wir uns hier versammelt haben, wir könnten durchaus eine demokratische Abstimmung durchführen. Da könnte ja jeder hier vorkommen, seine Meinung präsentieren. Jeder würde das sehen und dann könnte man demokratisch drüber abstimmen. Aber in unserer größeren Demokratie, ja, das heißt also in der Bundesrepublik, sagen wir jetzt mal, da bekommt man ja gar nicht mit, was hier gesagt wird und was jeder Einzelne sagt. Man braucht immer die Mittler, also die Medien. Und die versammeln sich auch da drüben, zusammen mit den anderen, ja, weil die natürlich die Auslese machen, wer bekannt wird, wer beliebt wird. Und deswegen herrscht nirgendwo Chancengleichheit. Und ohne Chancengleichheit kann man das ja auch nicht als Demokratie bezeichnen. Ja, da treffen sich da drüben jetzt die Eliten, habe ich gehört. Also es haben heute viele Leute gesagt, da würden sich die Eliten treffen. Ich habe immer gesagt, ja, ich möchte jetzt zu denen, also der Ort, wo sich die Eliten treffen, ist für mich eigentlich eher hier, ja, weil das die Leute sind, die jetzt hier aufstehen. Also man sollte diesen Begriff, mit denen sich die Leute selber bezeichnen als Eliten, ja, über ihre Medien, die berichten ja inzwischen schon ein bisschen drüber und bezeichnen sich darin als die Eliten. Da würden sich jetzt die Eliten treffen, aber was sind das denn für Eliten? Was haben die denn besser? Was können die besser als wir? Sind die intelligenter? Also wenn wir jetzt hier die durchschnittliche Intelligenz auf diesem Platz ermitteln würden, wäre der höher oder niedriger im Vergleich zu denen, die da drüben sind? Die sind, was heißt Eliten? Ich kann es mal ganz einfach beschreiben, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Ja? Das ist doch so ähnlich wie beim Monopoly-Spiel. Wer schon am Anfang viel hat, der bekommt einfach immer mehr dazu und gewinnt immer nur. Und so ist es doch auch, deswegen fühlt man sich dann auch als Elite. Wenn jemand früher anfängt bei Monopoly, stellen Sie sich mal vor, Sie spielen Monopoly und einer
der hat schon am Anfang alle Bahnhöfe und ein paar Straßen und Hotels. Und die anderen fangen an mit nichts. Ja, und da ist doch klar, dass der, der schon am meisten am Anfang hat, immer gewinnt. Und da gibt es jetzt Untersuchungen, da hat man das gemacht mit Testgruppen und festgestellt, dass die Leute, die man auf diese Weise, die Leute, denen man auf diese Weise immer einen Vorteil verschafft hat, die dann irgendwann mal dachten, sie könnten tatsächlich besser spielen und sie würden da zu Recht gewinnen. Und die haben sich dann auch als eine Art von Elite empfunden. Sie dachten, sie wären besser, aber es ist doch nur dieses Spiel und dieser Vorsprung, den andere haben. Und so treffen sich da drüben jetzt Leute, die einfach viel Macht und viel Geld haben und auch Mitglieder der Bundesregierung sind auch dabei, ja, für zwecks geheime Absprachen. Ja. Also geheime Absprachen, das ist eine Verschwörung, ja, das muss man auch mal klar so nennen. Und der Begriff Verschwörung, den kennt man ja heute nur noch im Zusammenhang mit Theorie. Ja? Und jeder, der über Verschwörungen spricht, ist ein Verschwörungstheoretiker. Und so wird er gleich in die Nähe dieser Verschwörung gerückt. Weil ja ein Verschwörungstheoretiker ist eben einer, der als Theoretiker bei einer Verschwörung mitarbeitet. Ja? So von der Sprache her. Ja? So wird es auch empfunden. Und deshalb hat so der Verschwörungstheoretiker immer so einen negativen Touch so vom Begriff her. Ja? Und es wird auch eben auch leider bewusst eingesetzt. Und da sollte man auch vorsichtig sein mit solchen Begriffen. Ja? Also ähnlich wie Elite muss man eben auch aufpassen auf den Begriff Verschwörung oder Verschwörung, den sollte man auch ruhig so nennen, ja? Denn das, was da passiert, das ist eine geheime Absprache. Da sprechen also Leute aus der Rüstungslobby, Leute aus der Medienlobby, also die sich um die veröffentlichte Meinung kümmern, ja? Und die Leute, die dann irgendein hohes politisches Amt anstreben. Wahrscheinlich, ich weiß es jetzt ja nicht, die haben mich ja nicht reingelassen, aber deswegen müssen wir ja spekulieren, ja? Ob da vielleicht der nächste Bundespräsident jetzt hier beschlossen wird oder abgesprochen oder es ist woanders vielleicht noch höher beschlossen worden, das wissen wir ja nicht, ja? Und da sind nur die Ausführenden. Die Frage ist allerdings, ich habe mir schon überlegt, ob ich den Polizist fragen soll, aber ich habe es dann gelassen, ja? Was würde wohl passieren, wenn die Polizisten sich jetzt einfach mal 180 Grad umdrehen würden, ja? Und die Leute da nicht mehr rauslassen? Wäre das wirklich, da würde vielleicht, ja, Vorsicht, Vorsicht mit dem Applaus, ja, die Frage ist nämlich, was passiert denn dann, ja, weil das wäre vielleicht kurzfristig, ja, könnte man sich freuen, sagen, diejenigen sind jetzt nicht da, aber das System, was diese Leute in diese Position gebracht hat, das haben wir doch immer noch, ja. Und im selben Moment, wo die da drüben nicht mehr rauslassen, rücken doch sofort andere nach. Ja? Das ist wie beim Monopoly-Spiel, deswegen komme ich da nochmal kurz drauf zurück. Wenn sie beim Monopoly-Spiel die Gewinner immer rauswerfen, ja, dann gewinnt der Nächste und kommt auch wieder in diese Position. Wir müssen aufhören, Monopoly zu spielen. Und dazu... das ist aber schwierig. Ich habe mir auch überlegt, was würde denn passieren, wenn die Bilderberger da drüben jetzt heute beschließen würden, das irgendwie alles zu ändern. Hätten die überhaupt die Macht? Würde das überhaupt gehen? Hätten die so viel Macht, dass sie das gesamte System ändern könnten, dass sie zum Beispiel das zinsbasierte Geldsystem ändern in eins, was ganz anders aussieht, wo nicht derjenige, der viel hat, von allein immer reicher wird? Hätten sie diese Macht? Oder würden die dann selber... Ja, das ist die Frage, wogegen demonstrieren wir dann eigentlich? Mein Kollege in der Wissensmanufaktur, der Andreas Popp, der hat da so ein schönes Beispiel dafür. Ja? Irgendwann gehen mal nämlich alle auf die Straße, inklusive Polizei, inklusive Bundeskanzlerin, inklusive Bilderberger und wir alle demonstrieren und wir fragen uns, ja gegen wen jetzt eigentlich noch? Ja? Wir müssen dieses Monopoly-Spiel, mit dem sich unsere Gesellschaft beschäftigt, das müssen wir abschalten. Und dann brauchen wir auch uns nicht mehr über diese ganzen Symptome zu streiten. Ein wichtiges Symptom, da wird wahrscheinlich darüber jetzt auch gesprochen darüber. Es gibt ja in Deutschland offenbar einen Fachkräftemangel, ja, vor allem in der Rüstungsindustrie, ja. Und deswegen bombardiert man jetzt andere Länder, lädt dann die Leute, die dort flüchten, hierher ein, dann werden sie integriert, kommen in die Rüstungsindustrie, stellen Waffen her, bombardieren andere Länder, ja, kommen wieder neue Leute. Das scheint wohl dieser Kreislauf zu sein und irgendwelche Leute profitieren davon und kriegen immer mehr Geld auf ihr Konto und fühlen sich dann als Gewinner bei diesem Spiel. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da raus? Ja? Wie wollen wir das denn beenden? Also mal angenommen, wir könnten jetzt wirklich aus diesem geheimen, abgeschotteten Bilderberger-Kongress ein weltoffenes Event machen. Ja? Ein Bilderberger-Festival der Willkommenskultur sozusagen. Ja? Und dann stellen wir uns mal vor, wir würden zusammen
mit denen jetzt sagen, okay, wie ändern wir das? Und da ist mein Vorschlag, dass wir die Regeln, dass wir aufhören, das Monopoly-Spiel weiterzuspielen. Das heißt, wir brauchen andere Regeln. Wir brauchen Regeln, die nicht dazu führen, dass einer, der ein paar Milliarden hat, von alleine immer mehr dazu bekommt, sondern es muss genau umgekehrt sein. Die erste Million muss nicht die schwerste sein, sondern die leichteste. Und danach, wenn man noch viel mehr ansammeln will an Kapital und Macht, dann muss es immer schwerer werden. Ja, das ist ja das Problem mit unserer sogenannten Demokratie, wo ich gerade gesagt habe, das funktioniert vielleicht hier auf diesem Platz, aber im größeren Stil, da funktioniert es eben über Geld, denn die Medien werden eben vom Geld gesteuert. Auch wir alle. Ja, und wir alle, wir geben ja das Geld damit rein, ja, über unsere Steuern. Ich will jetzt auch nicht hier das Pauschalrezept präsentieren, aber nur mal ein Gedanke, ja, was wir seit einem Jahr an Diskussionen aufwenden, ja, links gegen rechts, da geht es immer um für oder gegen Flüchtlinge und so weiter. Ja. Übrigens, ganz interessant, Pegida und die Linke, ja, also beide sind nicht hier. Ja. Das ist auch interessant. Die einen kämpfen gegen Flüchtlinge, die anderen, die kämpfen gegen die, die gegen die Flüchtlinge kämpfen, aber alle gehen nicht an die Ursache ran. Ja? Das ist hier ein Spiel, ein Teile- und Herrsche-Spiel, und sowohl Linke als auch Rechte lassen sich da missbrauchen im Kampf gegeneinander, und die Ursachen, und jetzt stehen hier auf diesem Platz, ich meine, es ist natürlich schon schön, ich freue mich über jeden Einzelnen, der gekommen ist, aber hier in dieser Stadt, da standen schon Zehntausende, als es darum ging, gegen eine Islamisierung zu demonstrieren. Ja? Aber heute wollen wir mal ein bisschen eine Stufe höher, ja, in der Hierarchie was sagen. Ja? Da stehen hier vielleicht 400-500 Leute, ja? Und das ist doch schon interessant, und das wird übrigens auch nicht von den Medien so nach oben getragen, wie zum Beispiel Pegida oder diese Linken oder die Gewerkschaften. Wenn die Gewerkschaften mal wenigstens zu irgendwas aufrufen würden, machen sie ja auch nicht. Ja, ja, also deswegen jetzt die große Frage, also weil diese ganze Energie, die wir da reinstecken in diese Diskussion links gegen rechts, ja, da waren noch Gegendemonstranten, ich glaube, die sind inzwischen nicht mehr da, haben vielleicht gemerkt, dass wir jetzt doch nicht die Bösen sind. Ja. Okay, schade eigentlich, ja, die hätten hier gerade mitmachen können. Ja. Aber jetzt mache ich doch einfach mal einen anderen Vorschlag. Lasst uns doch mal aufhören. Ich meine, ich muss mir das doch nicht alles selber ausdenken. Ja. Wir haben hier so viel Potenzial. Dann nutzen wir das doch mal nicht im Kampf gegeneinander, sondern wir benutzen das Potenzial, um uns Gedanken zu machen, wie kommen wir denn raus aus diesem Hamsterrad, in dem wir alle mitlaufen, in diesem Monopoly-Spiel. Wie schaffen wir es, die Regeln zu ändern für uns alle, ja? Alle miteinander. Und mein Vorschlag ist immer noch der, dass wir anfangen damit, uns zu vernetzen miteinander. Das heißt, auf solchen Veranstaltungen wie hier, weil wir uns hier gegenseitig kennenlernen und uns verstärken. Ich habe da dieses Beispiel mit der Raupe, ja, die sich zum Schmetterling umwandelt, und die ersten Schmetterlingszellen, die erste Schmetterlings-DNA, die entsteht in der Raupe, die wird ja bekämpft vom Immunsystem und geht deswegen auch unter. Und erst wenn einzelne Schmetterlingszellen, die dort entstehen, sich völlig unkoordiniert, aber irgendwie treffen und zusammenschließen, dann bilden die stabile Cluster, und die gehen dann nicht mehr unter und überleben in diesem System. Und ab dem Moment geht es ganz rasant. Da wandelt sich die Raupe in den Schmetterling, und es ist ein friedlicher Wandel, eine Graswurzelbewegung. Und dafür sind wir hier noch die Basis, und ich denke, jeder Einzelne wird dazu beitragen, dass das immer weiter in die Welt getragen wird, dass jeder vielleicht auch so eine Andockstation bildet für andere Menschen, die mitmachen möchten als neue Schmetterlingszelle des neuen Systems. Und so finden wir gemeinsam in Zusammenarbeit einen Weg raus aus diesem weltweiten Monopoly-Spiel in ein nachhaltiges Gesamtsystem für die gesamte Menschheit und den Planet. Vielen Dank. Danke, Rico. Rico, ich habe noch eine Frage. Wir sprechen ja dort über die sogenannte Elite. Mir persönlich scheint es so, dass das eigentlich nicht die wirkliche Elite ist, sondern dass das so eine Art Briefing ist.
wo im Prinzip verschiedene Schlüsselpersonen die Macht ausüben, sei es bei der Rüstung, bei den Medien, in der Politik und so weiter, in der Wirtschaft, im Prinzip ihren Auftrag kriegen. Ihren Auftrag, was die nächsten 12 Monate so zu tun ist, im großen Plan, der heißt TTIP durchboxen, ist ja öffentlich geworden, dass dieses Treffen auch dazu dient. Denkst du, dort sind die Eliten oder denkst du, es sind bloß die Handlanger, die nicht erkannt werden wollen? Also das ist eine schwere Frage, weil ich habe mich ja nicht reingelassen, ja, und ich muss jetzt auch nur spekulieren. Aber ich finde auch den Gedanken gar nicht so wichtig, die Frage gar nicht so wichtig. Denn wie ich gerade anhand vom Monopoly-Spiel gesagt habe, oder auch anhand dieses Beispiels hier. Mal angenommen, die fallen jetzt alle tot um, aus irgendwelchen Gründen, ja, auf einmal. Das würde doch gar nichts ändern. Da wäre sofort der Stellvertreter, der Nachfolger, der Erbe und so weiter und würde das gleiche Spiel weiterspielen. Also wir sollten uns gar nicht mit diesen einzelnen Vertretern so beschäftigen, sondern wirklich über dieses System, das Grundsystem nachdenken. Und das ist für mich ganz wichtig, da eine Begrenzung von Kapital und Macht irgendwie zu realisieren. Denn die Macht geht eben vom Kapital aus. Und damit meine ich nicht einen bestimmten, der jetzt das Kapital gerade hat, sondern einfach grundsätzlich vom Kapital. Ja, und ich danke dir. Gemeinsam mit dem Andreas Kopp macht ihr ja ganz großartige Arbeit im Internet, um auch das System uns allen zu erklären. Ich selbst durfte in meinem Aufwachprozess unwahrscheinlich auch von dir und von Andreas lernen, auch von anderen. Ihr seid aufgefordert, ganz einfach eure eigenen Fragen zu stellen und auf die Suche zu gehen nach Antworten. Und es gibt unwahrscheinlich viele Antworten, es gibt Alternativen. Eine sehr gute, weitgedachte Alternative ist beispielsweise euer Plan B. Und es geht nicht darum, dass wir gegen irgendjemand anderen arbeiten, sondern endlich mal miteinander reden und dann miteinander. Dankeschön. Okay, dann machen wir noch ein bisschen Musik, bis der Live-Act startet. Und wie gesagt, bleibt hier um 17 Uhr Uklavi und um 18 Uhr wollen wir diese großen Transparente gemeinsam mit euch und eurer Hilfe auf der Wilsdorfer Straße präsentieren. Dankeschön.